Danke nochmal, Kai. Wir haben ja jetzt relativ viel darüber gehört, wie das so inhaltlich funktionieren soll, was man da businessmäßig tatsächlich für Use Cases mit abdecken kann. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch auch mal, wie das technisch so ein bisschen im Hintergrund aussieht. Also, Data Studio Connectors, wo kommen denn unsere Daten da eigentlich her? Wie kann ich da andere Daten anbieten, die mir vielleicht noch fehlen? Dazu erstmal Hi auch von mir. Ich bin der Julian, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren bei Cybert Media, aber erst ein paar Wochen bei Team Google. Aber selbst in dieser kurzen Zeit habe ich schon festgestellt, diese Google APIs und SDKs, die es da so gibt, die begeistern mich einigermaßen. Also es ist schon wirklich sehr, sehr angenehm, mit vielen dieser Tools zu arbeiten. Und auch in diesem Fall finde ich, es ist sehr, naja, entwicklerfreundlich auf der einen Seite, aber auch sehr anwenderfreundlich. Ne? Was wir gerade eben hatten, war ja echt wunderschön. Kann man einfach sich durchklicken. Jetzt hier soll es ja so ein bisschen um den technischen Unterbau gehen. Dementsprechend wollte ich mal fragen, wie viele, vielleicht per Show of Hands oder so, wie viele Techies haben wir denn hier gerade unterwegs, die sagen würden, beruflich, okay, alles klar, so ein paar haben wir. Wie viele von euch würden sich denn als Low-Code-Entwickler bezeichnen? Also Leute, die vielleicht jetzt nicht unbedingt mega tief in Frameworks einsteigen wollen, sondern vor allem eine Business-Lösung schaffen wollen, schnell. Okay, haben wir auch ein paar, alles klar. Software-Ingenieure, die ganz tief in die Materie einsteigen wollen, am liebsten Data-Mining machen würden oder so Sachen. Okay, haben wir auch ein paar. Okay, war natürlich ein bisschen eine Fake-Frage. Ich habe für alle von euch heute ein bisschen was mitgebracht. Ich sag mal so, die Antwort auf die Frage, wie baue ich denn eigentlich so einen Connector, ist relativ einfach. Ich baue ein Google Apps Script-Projekt. Das ist keine riesengroße Sache. Google Apps Script ist im Endeffekt nichts anderes als ein bisschen JavaScript im ES3-Standard und ein paar Google Singletons dazu. Also da habe ich dann sowas wie Drive App und Drive App ist einfach eine Konstante, die ist dort verfügbar und kann ich ansprechen, um von mir aus auf Drive-Dateien zugreifen oder sowas. Das kann man einerseits machen, indem man auf script.google.com geht. Jetzt so mehr so die Low-Code-Seite quasi erklärt. Ne? Es gibt eine wundervolle Webseite. Das ist ganz normal, wie man das von Drive oder so kennt. Eine relativ praktische Projektverwaltung. Da kann man dann ein neues New Script anlegen und kriegt dann sowas. Ja, das ist mein Code-Editor im Browser. Den habe ich auch mit Control und Leertaste habe ich Code-Vervollständigung. Alles, was ich mir vielleicht so wünschen würde. Ich habe links eine Liste an Dateien, kann da also auch ein bisschen mit organisieren mir helfen. Ich kann dort den Kram ausführen, ich kann Breakpoints setzen und debuggen. Das ist vielleicht schon ein bisschen komplizierter. Und ihr seht, da kommen wir gleich nachher nochmal dazu. Wir haben auch so einen Punkt Publish. Darunter habe ich dann auch mehrere Möglichkeiten, alles Mögliche zu, können wir Fragen vielleicht noch nach hinten verschieben, alles Mögliche zu veröffentlichen mit allen möglichen Berechtigungsschemata, die ich mir da so vorstellen kann. Alternativ kann ich auch ein Projekt verwenden, das heißt Google Clasp. Das wollte ich nur mal hier ein bisschen bewerben, weil das ist wirklich sehr großartig. Ich bin ein Hardcore-Software-Entwickler, ist das vielleicht eher so eine Lösung, wenn ich einen eingespielten Workflow habe mit meiner IDE und all so Geschichten. Google Clasp ist im Endeffekt auch keine Riesensache, aber ein Command-Line-Interface für das, was wir da gerade hatten, kann ich mit NPM installieren und funktioniert dann so ein bisschen wie Git. Ich kann Clasp push und Clasp pullen. Ja, super fett, in der Tat. Ist richtig praktisch. Der Vorteil, den man da hat, ist halt, dass das alles so runterzuholen ist auf die eigene Maschine oder eben auch in der CI-Pipeline oder weiß der Geier, was ich da alles so haben möchte. Sowohl hier als auch da will ich hier vielleicht nochmal darauf hinweisen, der drittletzte Punkt, APIs, das wird für uns heute ein bisschen relevant sein bei dem Use Case, den wir gleich betrachten. Es gibt auch erweiterte Google APIs, die nicht immer sofort verfügbar sind. Die könnten wir da zum Beispiel auch aktivieren. Wir können Deployments machen, so wie eben da diesen Publish-Button hatten. Also Geschichten. Wir können es sogar auch laufen lassen von dort aus. Nee, genau. Ich rufe mein Clasp Run auf. Ich muss mich natürlich eingeloggt haben und also Geschichten. Aber dann läuft das in der Cloud. Ein weiterer Vorteil, den Clasp bietet, ist, dass man sowas hier verwenden kann. Es gibt ein Typing für TypeScript von Google Apps Script und das funktioniert deswegen, weil ich Clasp, wenn ich da pushe und Clasp stellt fest, oh, das ist ES6 Plus, also irgendwas, was nicht ES3 ist, dann transpiliert das auch rüber. Das TypeScript ist
transpiliert ist das mit Gas2TS oder so, glaube ich, heißt das Projekt. Alternativ eben einfach Babel oder so. Der Script-Editor ist im Browser, den wir vorhin. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich hole es mir lokal hin und habe das dann in meiner IDE. Diese Typings zu installieren ist meistens auch relativ problemlos. Also sowohl in Visual Studio Code haben wir das mal ausprobiert, als auch in IntelliJ war das kein Ding. Du installierst das und hast sofort diese Typ-Vorschläge dann auch. Das heißt, der Browser hat dann nicht mehr ganz so viele Vorteile, wie das sonst vielleicht der Fall wäre. Zu den Typings komme ich allerdings nachher nochmal, weil es hat schon ein bisschen einen Nachteil insofern, dass es da noch so ein offenes GitHub-Issue gibt und die ganzen Advanced Typings noch nicht alle drin sind. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Okay, ich wollte nochmal kurz Werbung machen, blog.cyber-media.net. Es gibt, weil das jetzt hier so ein bisschen schneller geht, ne, es gibt sowohl eine super coole Class-Anleitung von einem Kollegen schon dort oben, als auch diesen Talk im Prinzip, die ganzen Infos, die ich hier präsentiere, die gibt es dann auch nochmal im Blog auf .net, eben die deutsche Variante, auf .com, die englische. Okay, unser Use Case für heute soll mal sein, damit wir ausprobieren können, was man da so machen kann. Wir wollen unsere Reseller-Stats abholen. Ne? Wir, Cybert Media, haben wir ja vorhin gesagt, haben Firmenwert Transparenz. Und es gab dann zwischendurch so die Frage, naja, Team Google, das macht da jetzt so Dinge. Aber so richtig einfach gucken, wie viele User habt ihr gerade, wie viele Trial-Instanzen habt ihr gerade am Laufen, so Geschichten, das kann ich ja gar nicht. Ja? Geht aber doch, indem man eben mit dieser Admin-Reseller-API spricht und das dann in Data Studio einbaut und einen Connector dafür schreibt. Dafür wollen wir mal beispielhaft, könnte man sagen, ja, ich will hier von mir aus meine Trial-User und meine insgesamten User und meine Trial-Subscriptions, meine insgesamten Subscriptions, so einfach Kennzahlen nur runterholen, minimales Beispiel, damit ich hier relativ schnell durch den Code durchgehe und der nicht so kompliziert sein muss. Wenn es kompliziertere Sachen sind, kann man das aber durchaus auch abdecken, das werdet ihr auch gleich sehen. Okay, jetzt also zum eigentlichen Kern. Woraus besteht jetzt so ein Connector? In diesem Script müssen wir vier Funktionen definieren. Das ist getConfig, getSchema, getData und getAuthType. Die bekommen alle formal einen Request reingereicht, bis auf getAuthType. Da muss man einfach wissen, was für ein AuthType das sein soll. Ich gehe da jetzt mal ganz kurz drüber. Im Prinzip die erste getConfig. Wir hatten ja eben ich möchte einen Connector hinzufügen, da muss ich vielleicht auch noch was eintragen. Ne? Von mir aus ist es meine MySQL-Datenbank, muss ich vielleicht sagen, wo ist denn die überhaupt und ist der unter irgendeinem Hostnamen verfügbar, was für einen Port verwendet die, was für einen Credentials hatten die und so Sachen. Das könnte man in getConfig zurückliefern. Data Studio generiert dann für einen eine UI und der User kann dann angeben, was er da so wirklich konfigurieren möchte. Aber man kann selber sowas sagen wie, ja, also erstmal brauche ich hier ein Infofeld und da muss dieser Text drinstehen. Und dann als nächstes habe ich von mir aus eine Textbox und da dürfen nur Zahlen rein oder sowas in der Richtung. Ja, und da hat man irgendwann also seine Konfigurationsmaske quasi generiert. Das ist deswegen nicht einfach eine Dateikonfiguration, weil in diesem Request, das man hier reingereicht bekommt, sind so Dinge wie Schwachinformationen drin und deswegen will man das ja vielleicht auch dynamisch generieren können, dementsprechend. In unserem Fall, wir wollen nichts generieren, wir wollen einfach nur die Zahlen holen. Ist es halt ein leeres Objekt, das geht aber auch. Okay, dann das nächste wäre getSchema. Da hatten wir ja vorhin geredet, es gibt so Dimensionen und Metriken. Ne? Im Prinzip kann man einfach für einen ganz einfachen Anwendungsfall bei uns sowas machen wie hier, ich fange mal an, ich definiere ein Objektarray, das heißt Static Schema in dem Fall zum Beispiel, und hat ein Feld, das heißt Total Subscriptions, was eine Zahl ist und eine Metrik, kommt euch vielleicht bekannt vor. Das ist im Prinzip dann das, was man später sieht in dieser großen Auswahlübersicht bei einem Connector, was Data Studio quasi mitteilt, was könnte denn dieser Connector alles für Daten liefern überhaupt? Und dann kann man später, wenn man GetData aufruft, liefert Data Studio das dann zurück. Das ist jetzt hier nur so ein Ausschnitt. Ne? Im Prinzip könnt ihr euch vorstellen, da sind noch drei drunter und die heißen Trial Subscriptions und Trial Users und Total Users und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal keine Dimensionen definiert, weil das keine so komplizierten Geschichten sind. Aber wenn da eine Time Series Database oder so dahinter steht, dann will man vielleicht das auch noch machen. Und das liefert man dann zurück in ein Objekt, wo Schema Doppelpunkt und dann eben das entsprechende Schema steht, was man generiert hat. In dem Request von getSchema bekommt man so Geschichten wie, was ist denn jetzt die Config, die ich vorhin dem User angeboten habe? Was steht denn da so drin? Vielleicht will ich in meinem Schema darauf schon reagieren, ne? Weil ich dann von mir schon mal mit der Datenbank rede und rausfinde, was ist denn da jetzt eigentlich drin gewesen?
Und dann generiere ich mir vielleicht auch dynamisch ein Schema. Das ist damit ein bisschen leichter. Es gibt dafür jetzt kein Typing, deswegen TS-Ignore, da komme ich gleich nochmal dazu. Aber es gibt ein Data Studio App Objekt und dem kann ich sagen, ja, mach doch mal so einen Community Creator und mach mir dort, hol mir das Fields Objekt davon. Fields buchstäblich, nicht ein Array von Field, sondern wirklich ein Fields Objekt, ein besonderes. Das ist quasi ein Builder für das, was wir gerade hatten. Wenn es also komplizierter wird und ich das nicht alles in Object Array aufschreiben möchte, weil es vielleicht auch gar nicht geht, dann kann ich da hier dieses Builder-Pattern verwenden. In dem Fall ist es jetzt eine Dimension, ne, aber geht für Metrik natürlich genauso. und dann haben wir noch getOffType, das ziehe ich jetzt mal kurz vor. GetOffType bekommt kein Request rein formal, sondern da muss man einfach sich entscheiden, hey, brauche ich noch irgendwelche zusätzlichen Autorisierungen, um die Daten anfassen zu können. Das ist für den Connector jetzt, ne? Das ist nicht für das für den Report oder sowas, was man im Hintergrund oder was man später dann haben will und dem User teilen will, sondern das ist nur, um überhaupt, dass der Connector funktioniert. Und da kann ich sowas machen wie, nö, brauche ich nicht. Im Falle von, ich rede nur innerhalb von Google, ist das nämlich meistens auch der Fall. Aber ich kann auch OAuth zum Beispiel anwählen und sagen, hier, das ist meine Callback-URL und das ist mein, bin ich überhaupt validiert Stand? Da müsste man dann eben extra Funktionen für basteln. Oder ich kann auch sagen, feste Credentials, die müssen mal abgefragt werden beim Einrichten des Connectors oder ein API-Key oder so Geschichten. Aber wie gesagt, das brauchen wir jetzt hier nicht. Ja, und dann Herz der Sache, GetData von Request. Da stehen auch wieder die Config-Daten drin. Und, was ganz wichtig ist, da steht auch drin, welches Schema gerade angefragt wird. Das ist nämlich meistens dann eine Teilmenge. Man darf nämlich in Data Studio dann nur zurückliefern, was auch wirklich gefragt war, damit man das nicht total überfrachtet. Kann ja theoretisch eben meine 4 Metriken haben und nur eine davon ist angefragt. Wenn ich dann 2 oder 3 oder 4 zurückliefere, sagt Data Studio, nee Mann, das ist ein Fehler und hilft mir da auch nicht wirklich, also zeigt auch nicht irgendwie partielle Daten an oder sowas. Das ist eigentlich im Prinzip aus Sicherheitsgründen auch eine ganz gute Sache. Und deswegen habe ich jetzt mal so eine ganz primitive Variante gemacht. Ich habe einfach gesagt, okay, filtere doch mal mein Static Schema nach Request.Fields quasi. Also gucke in Request Fields nach, was haben die denn jeweils für einen Namen? Und wenn es das in Static Schema auch gibt, okay, dann nehme ich ein kleines Schema und packe die da alle rein. Das heißt, ich habe dann mein Schema und muss noch meine Reihen definieren. Da hatten wir vorhin auch von so geredet. Ne? Ich brauche Zeilen für die eigentlichen Daten. Und dieses Rows Array, also im Prinzip ist es am Ende, soll das ein zweidimensionales Array sein, mehr oder weniger. Rows Array besteht im Prinzip aus lauter Objekten, wo Values und dann nochmal die eigentliche Datenreihe drin steht. Da kann man auch noch ein paar andere Sachen mit reinschreiben, aber für unseren Fall ist das jetzt mal die einfachste Variante ist, ich hole mir die Total Subscriptions, schreibe die in ein Array rein, gebe die in dieses Value-Objekt und pushe das in meine Rows. Na, und also dieser Switch hier, der ist dann dafür da, dass ich sage, okay, ich habe vielleicht Total Subscriptions und dann muss ich eine Funktion aufrufen, ich habe Trial Subscriptions, dann muss ich eine andere Funktion aufrufen. Aber könnte man, wenn man jetzt zum Beispiel für eine Time-Series-Datenbank wie eine InfluxDB oder sowas schreibt, würde man halt sagen, oh, nee, ich hole mir einfach meine Time-Series und schreibe die direkt hinter Values oder so. Ja, die Total Subscriptions, ich habe das mal hier hingepackt, der Vollständigkeit halber. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt das Allerinteressanteste, aber im Endeffekt heißt es halt, ich muss eine Funktion schreiben, die mir dann diese Zahl zurückliefert und eben mit dieser Admin-Reseller-API spricht. Jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, ah ja, da steht so eine TS-Ignore-Annotation. Ich gehe da gleich noch drauf ein, das mache ich mal jetzt. Das Problem ist nämlich in der Tat, gerade die Advanced Features, die Google so anbietet, zum Beispiel eben die Reseller-Konsole und die API dafür, die sind nicht immer alle schon in den Typings drin. Da gibt es, wie gesagt, ein GitHub-Issue, das steht auch nochmal in dem Blog. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne auch rein kommentieren und denen sagen, hey, das bräuchte ich bitte als nächstes typisiert. An sich kann man das aber so umgehen oder man fügt eben so ein generisches Typing mit any ein oder sowas. Jetzt hier in dem Fall gehe ich zum Beispiel über alle Listen, gehe diesen Page-Token durch, filtere nach, es muss mit G Suite anfangen, damit ich Postini rausschmeißen. So, das sind so ein paar Legacy-Sachen, die ich da beachten muss. Aber im Prinzip, das ist quasi der Code, der wirklich meine Daten rausholt. Davor habe ich meine, sagen wir mal, lassen wir es 20, 50 Zeilen sein oder so. Die sind so ein bisschen Setup. Und das war's dann schon. Dann kann ich nämlich einfach sagen, okay, ich returne jetzt das Schema, das Client-Schema, was ich vorhin generiert habe, damit Data Studio auch wirklich weiß, ja, die Daten, die hier drin sind, liegen jetzt in diesem modifizierten kleineren Schema vor und dann meine Rows, die eigentlichen Daten, die ich da jetzt geholt hatte. Und das kann ich dann einfach ganz normal anbinden.
Nachdem ich es gespeichert habe. Also entweder ich führe so einen Class Push aus oder wenn ich im Editor im Browser bin, dann kann ich einfach auf den Speicherbutton klicken. Dann muss ich ein Deployment erstellen. Das ist das, was wir da vorhin ja schon gesehen haben. Class Deploy, relativ einfach. Oder alternativ unter diesem Publish-Punkt gibt es eben so ein Publish from Manifest. Jetzt in unserem Fall brauchen wir nämlich Publish from Manifest, weil im Manifest drin steht, dass wir diese Reseller-API aktiviert haben. Aber an sich auch keine große Sache. Diese Publish-Geschichten, da hatten wir ja gesagt, gehe ich nochmal kurz darauf ein. Also im Endeffekt ist das sehr, sehr vergleichbar. Ne? Ich kann publishen für meine Organisation, ich kann publishen für von mir aus nur mich selbst oder ich kann auch publishen und sagen, das ist jetzt sowas im Marketplace verfügbar sein. Und jetzt in unserem allereinfachsten Fall brauche ich dann noch die Deployment-ID. Bei dem Publishen sieht man dann schon so einen Link auf Get-ID, wo man die bekommt. Oder alternativ kann man Class Deployments aufrufen. Und da gibt es dann auch eine Liste von allen Deployments, die man dann wieder hier, was Kai vorhin schon gezeigt hat, eintragen kann in diese Add-Data-Source, dieses Feld. Das validiert man dann. In unserem Fall wäre dann auch gar keine Konfiguration dahinter. Das heißt, da kommt keine nächste Maske, sondern macht direkt Connect und hat das dann so verfügbar, wie der Kai das vorhin hatte. Ich habe jetzt hier kein Beispiel, weil Geschäftszahlen und so. Aber an sich könnte man das zum Beispiel jetzt dann in eine Scorecard reinpacken. Alles klar. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr Fragen an Julian? Nochmal, in welchen Block können wir das reinschreiben, wenn neue Types wir gerne hätten? Das ist im GitHub. Es gibt ein GitHub-Issue und im Prinzip ist das unter diesem Projekt zu finden. Ne? Das Add Types ist definitely typed. Welchem Projekt? Also ich hab's jetzt, genau, das, ich das ist definitely aufgepasst. Typed. Das gehört zu, so anhängig zu TypeScript dazu. Und darunter gibt es dann so Subprojekte quasi. Und okay. Unter anderem eben Google Apps Script ist eines der Typing-Projekte. Danke. Wie gesagt, der Link allerdings auch nochmal im Blogpost. Also da kannst du auch gerne nochmal, wenn du es genau haben willst. Blog.seibert-media.net, genau, ja. Genau. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt in dieser Sekunde schon veröffentlicht ist. Aber ist es nicht, aber ja, genau, okay. Ist in Vorbereitung. Genau. Gut. Wie gesagt, Julian auch häufiger bei der GDG, bei der Google Developer Group dabei. Können wir mit Sicherheit mal gucken, ob wir nochmal ein Special machen, irgendwie zu Data Studio und dann auch ein bisschen rumgespielt werden kann. Ne? Danke dir, Julian. Alles klar. Viel Spaß euch noch beim Google Cloud Frühstück.